Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir schauen uns jetzt Datentypen an. Wir machen eine Auflistung von allen möglichen Datentypen. Wir haben ja schon uns mit einem Datentyp oder mit mehreren Datentypen, wenn man es genau nimmt, intensiver beschäftigt, nämlich mit den Ganzzahl-Datentypen, mit sogenannten Integer-Werten. Da hat es eine Latte davon gegeben, da hat es dieses Byte gegeben, da hat es das Short gegeben, da hat es ein Int gegeben und da hat es ein Long gegeben, jeweils in ihrer Ausprägung mit Vorzeichen oder ohne Vorzeichen, was sich im Wertebereich wiedergespiegelt hat. Ich habe das da jetzt einfach nur mal draufgeschrieben, dass A irgendwo gesammelt steht. Okay? Draufgeschrieben. Also das sind die Integer-Datentypen. Die Welt besteht ja nicht nur aus ganzen Zahlen, sondern es gibt ja auch Kommazahlen. Bei Kommazahlen haben wir die Schwierigkeit an und für sich, dass die ja beliebig lang sein können. Jetzt können wir keine beliebig lange Zahl da in unserem Computer speichern, deswegen funktioniert das da ein bisschen anders. Es gibt aber einen entsprechenden Datentyp, der heißt Float. Float. Ja? Der braucht 32 Bit, also genauso wie der Integer, also ist er super. Ja. Und kann Kommazahlen darstellen. Wie macht er das? Nun, es werden praktisch, ich habe 32 Bit zur Verfügung. Ein Teil dieser Bit wird für 10 hoch irgendwas verwendet und der Rest dieser Bits wird für die Zahl verwendet. Also wenn ich zum Beispiel 102 dort speichern will, steht praktisch 102, also 102 und dann das 10 hoch muss ich mir denken, 2. Ja? 1022 steht da in diese Bits drinnen. Ja? Also ich habe praktisch nur eine gewisse Bitanzahl an Stellen zur Verfügung, die ich Nachkommastellen praktisch. Ich habe immer eine Vorkommastelle und dann lauter Nachkommastellen und dann sage ich nur, welche Zehnerpotenz wir sind. Ja, also wenn ich 10 speichern will zum Beispiel, steht da nicht 10 drin, sondern steht 1, 1. Ja, 1 mal 10 hoch 1. 1 mal 10. Ja, wenn ich 100 speichern will, steht 1, 2. 1 mal 10 hoch 2 mal 100, 100. Ja, wenn ich 200 speichern will, steht 2, 2. Ja, so ist es. Und jetzt habe ich nur einen Teil dieser Bits zur Verfügung, um eben die Kommastellen darzustellen. Ja? Und so ein normaler Float hat einen Wertebereich von plus minus 3,4 mal 10 hoch 38. 10 hoch 38. Das ist der Wertebereich. Ja? Und die Genauigkeit, das ist eine Gleitkommazahl mit einer Genauigkeit und zwar 7 Stellen. Ich speichere also 7 nach 7 Stellen von der Zahl und die Zehnerpotenz. Das hat zur Folge, dass ich zu großen Zahlen kleine Zahlen nicht mehr addieren kann, weil wenn ich nur 7 Nachkommastellen zur Verfügung habe und das spült sich dahinter irgendwo an, dann habe ich einen Schlauch. Hat man erkannt. Deswegen gibt es nicht nur einen Float, sondern es gibt auch noch einen Double. Der braucht das Doppelte, ja, 64 Bit. Und hat doppelte Genauigkeit. Ja, kann damit plus minus 1,7 mal 10 hoch 308. Der Wertebereich. Ja? Und da haben wir doppelte Genauigkeit. Ja? Also da haben wir 7 Stellen, also haben wir da 14 Stellen. Doppelte Genauigkeit. Auch hier ist man an Grenzen gestoßen, deswegen hat man auch noch eingeführt einen Typ, der heißt Dezimal. Dezimal. Ja? Der hat jetzt 128 Bit, was echt schon echt der Wahnsinn ist. Gell? Und jetzt kommt's. Was kann der für einen Wertebereich? Der muss ja astronomisch sein, kann man sich vorstellen. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist ja, also, schau das an. Da geht es ja von auch 10 hoch 38 auf 10 hoch 308. Ja? Und jetzt haben wir da
plus minus 7,9 mal 10 hoch 28. Was? Das ist ja weniger wie vorher. Ja, wieso ist denn das? Dafür ist die Genauigkeit ein Wahnsinn. Ja, die Genauigkeit. Ich habe gesagt, diese 128 Bit, die teilen sich eben auf die Hochzahl, 10 hoch irgendwas, und die Nachkommastellen. Ja. Und, ich meine, jetzt können wir dann nicht so viel 10 hoch irgendwas speichern, das haben wir einfach. Das haben wir einfach. Ja. Jetzt Nachkommastellen, Genauigkeit. Also da können wir schon wirklich, da können wir auch große und kleine Zahlen addieren. Wenn wir 28 Nachkommastellen haben, da geht schon was. Geht schon was. Okay? Also das ist der, das sind so die Gleitkommazahlen heißen die. Ja? Gleitkommatypen. Gleitkomma. Deswegen heißt der Float, weil das Komma floatet mit der Zehnerpotenz. Gleitkommatypen. Was haben wir da noch? Ja? Dann haben wir einen Datentyp, der heißt Bool. Bool. Ja? Das hat nichts mit irgendeinem Billiard zu tun. Ja? Was braucht er? Interessanterweise braucht er 8 Bit. Ja? Jetzt könnte man sagen, okay, dann hat diesen Datenbereich, aber nein, hat er nicht. Der hat nämlich weniger. Der hat nämlich true. Der hat genau zwei Zustände. True und false. Ist eine Wahrheitsaussage, eine boolsche Variable. Boolsche Variable enthält eine Wahrheitsaussage. Und die ist irgendwas die Wahrheit? Ja, nein, ja. True oder false? Ist eine Zahl kleiner wie die andere? Ja, nein. Ja, ist eine Zahl gleich wie die andere? Ja, nein. Ist eine Zahl größer wie die andere? Ja, nein. Ist eine Zahl kleiner gleich und so weiter. Ja. Immer ja, nein, das sind so bullsche Aussagen, Wahrheitsaussagen, ebenfalls ein eigener Datentyp dafür vorhanden. Ja. Boolean. 8-Bit. Und da gibt es noch was, das heißt char. Character heißt das, ja? Also es ist nicht das Char for Whiskey in the Jar von Thin Lizzy, oder wahrscheinlich kennen wir es von Metallica. Diese Generation kennt das von Metallica wahrscheinlich eher, und das ist schon it, ne? Whiskey in the Jar, also Char Character heißt das. Character, ein Zeichen. Ja? Ein Zeichen, Wertebereich von 0 bis 2 hoch 16 minus 1. Und hey, das kenne ich. Das ist ja U-Short. Das ist genau das Gleiche. Ja, das stimmt. Es ist das Gleiche. Wo ist dann der Unterschied? Nun, im Speicher ist keiner. Ja, also es schaut genauso aus. Das Einzige, das, wenn man als Character das definiert, wird dieses Bitmuster da drinnen wieder anders interpretiert, und zwar als Zeichencode. Jedes Zeichen hat einen gewissen Code. Früher war das einmal 8-Bit lang, hat ASCII-Code geheißen. Jetzt ist es 16-Bit lang und heißt Unicode. Ja, also hier, wir haben hier Unicode Zeichen. Also AA, großes A hat einen bestimmten Code, ein kleines A hat einen anderen Code. Ein A mit so einem Ringel drüber, wie man es bei manchen Sprachen braucht hat, wieder einen anderen Code. Und ein A mit E-Strichel drüber, also E, groß und klein, alles andere Codes und so weiter. Also das, so viele Zeichen haben wir hier praktisch zur Verfügung, Unicode-Zeichen. Und die können in einem Dirt-Datentyp Character gespeichert werden. Und das war's. Das sind die elementaren Datentypen für C-Sharp. Gar nicht so arg, ne? So, jetzt können wir viele verschiedene Variablen definieren mit vielen verschiedenen
Typen. Ja? Und was machen wir die? Mit denen machen wir Operationen. Welche Operationen es gibt, welche Operanden, welche Operationen auslösen, das werden wir im nächsten Video kennenlernen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.